Von der Sache her wäre das natürlich wunderbar. Die Frage ist, ob die Verhandlungspartner das zugestehen, weil natürlich bei großen, komplexen Verträgen es oft so ist, dass nichts endgültig ausgehandelt ist, bis man sich nicht auf alle Fragen geeinigt hat. Aber aus unserer Perspektive, wenn man zum Beispiel sagt, es hat kaum jemand etwas dagegen, dass man die Zölle abbaut. Es hat auch bei vielen Standards niemand was dagegen, wenn die Autos ganz bestimmte Standards erfüllen müssen. Es gibt auch viele Beispiele, die da gebracht werden. Dann dient das einfach dem Warenverkehr und da kann man sicherlich nichts dagegen haben. Es gibt auch, und das sieht man ja auch bei CETA, im Lebensmittelbereich Regelungen, wo man sagen kann, jeder behält seine oder jedenfalls die höheren bei. Also wenn man das partiell sich einigen kann, dann wäre das sicherlich ideal. Ich kann nur nicht beurteilen, ob die Verhandlungspartner auf das eingehen würden.